Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, immer wieder in Wien zu sein. Ich bin ab und an in Wien zu verschiedenen Veranstaltungen und freue mich einfach sehr, jetzt auch heute wieder hier sein zu können und Ihnen einige Überlegungen zu einem zugegeben etwas sperrigen Titel, das ist ja eben schon bemüht worden, vorstellen zu können. Ich denke aber, dass im Laufe des Vortrags auf jeden Fall deutlich werden wird, worum es mir geht. Und ich habe mich auch für die Präsentation darauf eingestellt, dass ich es unter Umständen mit einem Publikum zu tun habe, das mit diesen ganzen sozialwissenschaftlichen Begrifflichkeiten nicht ganz so vertraut ist, wie das für mich in meinem beruflichen Alltag der Fall ist, sodass ich auf jeden Fall auch eingangs noch mal erläutern werde, was ich eigentlich hinter diesen etwas sperrig klingenden Begrifflichkeiten verbirgt, damit dann auch deutlich wird, was der Rahmen sein wird. Ich bin etwas heiser, das hören Sie. Ich denke aber, meine Stimme wird auf jeden Fall durchhalten für den Rest des Abends. Und es ist halt einfach Erkältungszeit und von daher bitte ich das einfach zu entschuldigen. Gut, meine Ausgangsfrage, mit der ich mich heute Abend beschäftigen will in der Präsentation, ist, inwiefern sich die angesichts der Restrukturierungen von Erwerbsarbeit und Wohlfahrtsstaatlichkeit geschlechtliche Identitäten im reproduktiven Handeln zwischen Frauen und Männern angleichen. Oder aber ob historisch kulturelle Differenzen zwischen den Geschlechtern möglicherweise unter den aktuellen wohlfahrtsstaatlichen und ökonomischen Bedingungen eher auch wieder verstärkt oder verschärft werden. Ich kann gleich im Vorfeld sagen, es wird keine ganz klare Antwort auf die beiden Fragen geben, sondern ich werde am Ende eigentlich eher zu einem sowohl als auch oder ja und nein gleichzeitig kommen, will Sie aber ein Stück auf dem Weg in meine Überlegungen jetzt auch mitnehmen. Ich will einleitend noch mal ein bisschen was zu den verwendeten Konzepten sagen, also noch mal etwas erläutern, was ich unter reproduktivem Handeln verstehe, was man unter Postfordismus zu verstehen hat und auch was ich meine, wenn ich vom konservativen Wohlfahrtsregime spreche. Das sind in der sozialwissenschaftlichen oder in der Wohlfahrtsstaatsforschung durchaus ja, ich will jetzt nicht sagen gängige Begrifflichkeiten, aber doch etwas gebräuchlichere Begrifflichkeiten. In einer gesellschaftspolitischen Diskussion würde man das wahrscheinlich etwas schlichter umschreiben, aber ich würde es gerne dann eben nochmal erläutern. Ich will Ihnen dann auch einen Einblick geben in zwei verschiedene Perspektiven, im Moment aus einer geschlechterwissenschaftlichen, geschlechtertheoretischen Perspektive, über die Umbrüche, Wandlungsprozesse oder auch Stabilisierungsprozesse im Geschlechterverhältnis nachzudenken und will dann abschließend auf die Frage von Stabilität und oder Wandel von Geschlechteridentitäten nochmal zurückkommen. Ich merke so ein bisschen, wenn ich hier vorne stehe, zwischendurch geht immer das Mikro weg. Ist das bei Ihnen auch so oder hören Sie mich gut? Okay. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, zwischendurch hat er immer Aussetzer. Wenn Sie sich so zu mir drehen. Ja gut, aber ich muss mich ja auch irgendwie bewegen können. Also ich spreche aber sonst ansonsten auch laut, sodass ich denke, dass Sie mich auch so verstehen sollten. Gut, zu den Konzepten. Ich beginne mit dem Konzept des reproduktiven Handelns. Das geht auf die Sozialwissenschaftlerin Regina Dackweiler zurück. Und Regina Dackweiler geht es bei dem Konzept in der Tat darum, also eigentlich ist das Konzept angelehnt an eine Debatte aus der Demografie, also aus der Bevölkerungswissenschaft. Und Regina Dackweiler hat diesen Begriff formuliert in Erweiterung des Begriffs vom Fertilitätsverhalten, von dem die Demografie immer spricht. Und Dackweiler sagt, das geht eigentlich gar nicht. Zum einen geht es nicht um ein Verhalten, wenn es um Geburtenentwicklung geht. Und zum anderen können wir auch die Frage von Fertilität oder Gebürtlichkeit nicht einfach nur aus einer biologischen Perspektive oder vermeintlich biologischen Perspektive uns anschauen, sondern wir müssen einfach auch die sozialen Rahmenbedingungen sehen und eben auch die Frage von
Arbeit, Fürsorge, Tätigkeiten und Ähnlichem mehr und können nicht einfach Personen sozusagen auf ihr Geburtenverhalten reduzieren. Und wenn sie diesen mit der Formulierung dieses Begriffs meint, Regina Dackweiler, dann eben die Fragen von Empfängnis und Zeugung, Schwangerschaft und Geburt, aber auch das Aufziehen von Kindern. Und sie sagt, das sind jeweils individuell gestaltete und erfahrene Praktiken von Frauen und Männern. Und was für Dackweiler ganz wichtig ist, ist, dass wir diese Praktiken immer auch betrachten müssen in einem Kontext ökonomischer, sozialer, politischer und historisch-kultureller Bedingungen. Also immer auch wichtig, nicht nur die individuelle Perspektive in den Blick zu nehmen, sondern eben auch die Rahmenbedingungen, die ökonomischen Rahmenbedingungen, die kulturellen und auch die sozialen mit in den Blick zu nehmen. Und sie versteht reproduktives Handeln als sinnhaftes und reflexives sowie normen- und wertgeleitetes soziales Handeln, das sich in Strukturen vollzieht, also in ökonomischen und wohlfahrtsstaatlichen Strukturen. Das heißt also nicht in einem regellosen Raum, sondern in institutionalisierten Verhältnissen, die eben diese reproduktiven Praktiken verhindern oder ermöglichen. Und was das dann im Einzelnen heißt, darauf, denke ich, komme ich dann auch noch zu sprechen. Postfordismus ist ja der zweite Begriff, der in dem Titel dieses Vortrags auftaucht. Und auch den will ich noch mal ein bisschen entfalten, damit deutlicher ist, was auch der Rahmen meiner Überlegungen ist. Postfordismus lässt sich aus meiner Perspektive am einfachsten erklären, wenn ich erstmal ein bisschen was dazu sage, was der sogenannte Fordismus ist, weil das Post wird dann einfach deutlich, dass es eben um eine Weiterentwicklung geht. Und wir verstehen man kann Fordismus im Grunde an vier Merkmalen erläutern. Es ist eine Wirtschaftsform mit standardisierter Massenproduktion, in der es auch um die Steigerung der Massenkaufkraft der Bevölkerung geht. In der Phase des Fordismus haben wir es auch mit dem Auf- und Ausbau des Sozialstaats zu tun gehabt und in Verbindung damit mit steigenden Ansprüchen an die individuelle Lebensführung. Also man könnte auch sagen, so eine Auf- und Ausbauphase von Wohlfahrtsstaatlichkeit in Verbindung einfach mit verhältnismäßig prosperierenden Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt und eben auch der Steigerung des Konsums. Wir sprechen in den Sozialwissenschaften davon, dass wir es ungefähr seit Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts mit einem Niedergang des Fordismus zu tun haben und dass es sich im Grunde eine neue Phase herausbildet, nämlich die Phase des Postfordismus. Und mit dieser Beschreibung mit diesem Begriff wird einfach eine bestimmte Entwicklung in Veränderungen rund um Sozialstaatlichkeit oder Wohlfahrtsstaatlichkeit in Verbindung auch mit veränderten ökonomischen Bedingungen, auch im Hinblick auf veränderte Erwerbsarbeitsverhältnisse benannt. Und insofern kann man dann auch wieder vier Merkmale für den Postfordismus feststellen, nämlich wesentlich Veränderungen auch im Produktionsbereich. Wesentliche Veränderungen wären eben auch, dass die Massenproduktion inzwischen eigentlich aus den Industrienationen eher ausgelagert oder verlagert wird, zum Beispiel in sogenannte Schwellenländer, in Länder der sogenannten Dritten Welt oder eben auch nach Osteuropa. Wir haben es hier also mit Entwicklungen auch zu tun im Kontext von Globalisierungsprozessen. Ein zweites Merkmal wäre, dass zum Postfordismus einfach ganz zentral dazu gehört, eine permanente Innovation von Gütern und Dienstleistungen, was dann auch Auswirkungen darauf hat, dass von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen erwartet wird, dass sie eigentlich lebenslang lernfähig und lernbereit sind.
Und von den Betriebs- oder Unternehmensstrukturen gehört in der Regel auch noch dazu, dass wir es mit einer eher schlanken, kleinen Kernbelegschaft zu tun haben und einer wachsenden Randbelegschaft. Soll heißen, zunehmend ungeschützte oder atypische Arbeitsverhältnisse, Beschäftigungsverhältnisse in Form von Teilzeit, in Form von Leiharbeit, in Form von einer Zunahme von befristeten Arbeitsverträgen. Und gleichzeitig aber immer gerahmt auf auch durch den Druck, den Zwang zur Innovation eben auch im Hinblick auf die Güterproduktion und auf die Dienstleistungen. Aus wohlfahrtsstaatlicher Sicht ist die Phase des Postfordismus verknüpft mit einem Abbau sozialstaatlicher Leistungen, also mit einem Rückbau von Wohlfahrtsbedingungen und eigentlich einem Eintritt in eine Phase, die man auch nennen kann, oder die auch beschrieben wird als aktivierender Wohlfahrtsstaat, also weg von einem Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat, der vergleichsweise selbstverständlich für seine Bürgerinnen und Bürger sorgt, hin zu einem Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat, der von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dass sie einfach selbst auch tätig werden und nicht einfach Wohlfahrt konsumieren, sondern dafür auch etwas bringen und in dem erbringen und in dem Sinne eben auch Aktivierung zur Partizipation. Und auf der Ebene der Personen haben wir es auch noch mit steigender Individualisierung zu tun, was einfach auch damit einhergeht, dass wir es mit einer Vervielfältigung von Lebensformen und auch Lebensverhältnissen zu tun haben. Man kann auch sagen, diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen. Es zeichnet sich auch noch nicht ab, ob es da vielleicht dann nochmal wieder eine neue Entwicklung geben kann. Wir stecken eigentlich mittendrin in diesen Prozessen, die ich eben ganz kurz skizziert habe. Ein dritter sperriger Begriff in meinem Vortragstitel ist der des konservativen Wohlfahrtsregimes. Und der bezieht sich im Grunde auf international vergleichende Konzepte der Wohlfahrtsstaatsforschung, die sehr idealisierend, sehr typisierend von drei verschiedenen Wohlfahrtsregimen ausgehen. Diese Idee ist wesentlich verknüpft mit dem Namen von Gösta Esping Andersen, einem dänischen Wohlfahrtsstaatsforscher, der für die international vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung nach wie vor von großer Bedeutung ist und der aber auch politisch durchaus von Bedeutung ist, weil er einer der Sozialwissenschaftler ist, die seit einigen Jahren die Europäische Union bei der Entwicklung auch ihrer Sozialpolitikkonzepte und ihrer Arbeitsmarktpolitik begleiten. Und Esping Andersen hat vor gut 20 Jahren eine Typologie entwickelt, um Wohlfahrtsstaaten international vergleichen zu können. Er unterscheidet drei verschiedene Wohlfahrtsregime, das liberale, das sozialdemokratische und das konservative. Und die sind jeweils durch etwas unterschiedliche Merkmale gekennzeichnet. Das liberale Wohlfahrtsregime, was in meinem Vortrag gleich keine weitere Rolle mehr spielen wird, ist sehr dadurch gekennzeichnet, dass es einfach um eben, wie es schon heißt, liberale Konzepte geht, das heißt um eine Ermunterung privater Wohlfahrt, limitierte, also sehr schmale, sehr knappe Sozialleistungen für Niedriglohngruppen und gleichzeitig sehr strenge Voraussetzungen für wohlfahrtsstaatliche Ansprüche. Beispielländer wären Großbritannien, USA und Länder in diese Richtung. Das sozialdemokratische Wohlfahrtsregime, könnte man sagen, ist in dieser Typologie eigentlich das genaue Gegenteil. Sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat schüttet Leistungen eher universell aus, misst Gleichheit die höchsten oder Gleichheit ist einer der höchsten Standards. Es geht also nicht um eine Gleichheit der Minimalbedürfnisse, sondern wirklich um eine Politik der Verwirklichung von sozialer Gleichheit. Und dazu gehört eben auch die Zusprache von identischen Rechten für Arbeiter, Angestellte und Beamte. Das Musterland eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsregimes ist Schweden. Und insgesamt sind es eigentlich überwiegend die nordeuropäischen Länder, die diesem Typ zugeordnet werden. Und der dritte Typ wäre dann eben das konservative Wohlfahrtsregime, in dem es darum geht, Status- und Gruppenunterschiede zu erhalten, in dem ein sehr traditionelles Familienbild und traditionelle Familienstrukturen erhalten werden sollen durch Wohlfahrtspolitik
und in dem Betriebs- und Sozialleistungen eher eine untergeordnete Rolle spielen. Deutschland, das ist mein Hintergrund, gehört zu diesem konservativen Wohlfahrtsregime. Österreich würde man aber auch in diesen Typ zuordnen. Und das wird dann auch der Schwerpunkt meines Beitrags sein, eben diese Rahmung in diesem konservativen Wohlfahrtsregime mit also eher mit dem eher Anspruch auf Erhalt von relativ traditionalen Familienverhältnissen und dementsprechend auch eher traditionellen Geschlechterverhältnissen. Wir haben, wenn ich mir jetzt die geschlechterwissenschaftliche oder geschlechtertheoretische Debatte anschaue, haben wir es im Moment wesentlich mit zwei verschiedenen Strängen zu tun, die sich mit der Frage von reproduktivem Handeln und auch der Frage von geschlechtlichen Identitäten auseinandersetzen. Das wäre einmal die Diagnose der unvollendeten Geschlechterrevolution und die zweite Diagnose wäre die der Krise einer Reproduktionsarbeit oder auch der Krise der Reproduktion insgesamt. Und das will ich jetzt ein bisschen noch näher erläutern. Zu der unvollendeten Geschlechterrevolution finden wir in der internationalen Debatte zahlreiche Beiträge, die sehr stark betonen, dass wir es eigentlich seit den 70er Jahren mit einer stillen Revolution auf Seiten von Frauen zu tun haben. Einer der Vertreter, die das sehr prominent machen, ist Esping Anderson, also Wohlfahrtsstaatsforscher, der eigentlich keineswegs irgendwie feministisch inspiriert ist, aber durchaus sieht, dass sich seit den 70er Jahren massive Veränderungen auf Seiten von Frauen in den Lebensentwürfen, aber auch Lebensverhältnissen von Frauen abspielen. Und er beschreibt zum einen, dass er sagt, also wir haben es eigentlich mit dem Wandel im Status von Frauen zu tun, was er als einen ganz zentralen Baustein auf dem Weg zu einer neuen gesellschaftlichen Ordnung sieht. Und er macht das wesentlich auch daran fest, dass wir es mit einem deutlich verstärkten Eintritt von Frauen in die Erwerbsarbeit zu tun haben und mit einer ansteigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen. Und insofern spricht Esping Anderson auch davon, dass wir es im Prinzip mit einer Maskulinisierung des weiblichen Lebenslaufs zu tun haben, also mit einer Vermännlichung, so sagt er. Das könnte man jetzt diskutieren, ob Erwerbstätigkeit von Frauen gleichzeitig gleich schon auch bedeutet, dass das eine Vermännlichung von Frauen bedeutet. Aber aus seiner Sichtweise heißt das erstmal einfach, die Lebensläufe von Frauen gleichen sich aus der Perspektive der Erwerbsarbeit zunehmend einfach auch den Lebensläufen von Männern an. Diese Ideen zur unvollendeten Geschlechterrevolution finden wir auch sehr stark diskutiert im nordeuropäischen Kontext und auch im Kontext von Demografinnen. Wir haben zum Beispiel Frances Goldscheider, eine US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin und Demografin, die in ihren Arbeiten zur Geschlechterrevolution nochmal sich einerseits mit der Arbeitsmarktpartizipation auseinandersetzt, vor allen Dingen aber auch mit der Frage, was passiert eigentlich in den Familien. Und sie beschreibt dann die erste Hälfte der Geschlechterrevolution als einen dramatischen Anstieg in der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, auch einschließlich von Müttern von kleinen Kindern. Und sie sagt aber gleichzeitig, dass das häufig damit zusammengebracht wird, dass wir es durch die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen und Müttern eigentlich auch mit einer Schwächung der Institution der Familie zu tun haben, eben durch die vermehrte Integration von Frauen und Müttern in den Arbeitsmarkt. Das ist die erste Hälfte. Und sie sagt dann im Grunde, die zweite Hälfte der Geschlechterrevolution, dieser Bestandteil, der eben noch nicht vollendet ist, würde eigentlich heißen, dass mehr Männer und auch Frauen ihre Erwerbsarbeit und das Familienleben so miteinander kombinieren oder integrieren und auch die finanzielle Unterstützung für ihre Familien miteinander verknüpfen, dass eben gleichzeitig auch eine gemeinsame Arbeitsteilung im Hinblick auf die Fürsorge und Hausarbeit und in dem Aufziehen von Kindern ermöglicht wird. Das, sagt sie, wäre im Grunde der Bestandteil, der da noch fehlt.
Dementsprechend wäre es, wenn wir sagen, so bei den Frauen haben wir jetzt einen starken Anstieg in der Erwerbsbeteiligung, hieße das im Grunde, dass für die Vollendung dieser Geschlechterrevolution vor allem auf Seiten der Männer noch Veränderungen hinsichtlich eines veränderten Engagements in der Haus- und Sorgearbeit notwendig wären. Und Goldscheider zeigt in empirischen Forschungen, dass wir vor allen Dingen bei jüngeren Männern durchaus Veränderungen im Hinblick auf dieses verstärkte Engagement in der Haus- und Sorgearbeit vorfinden können. Einschränken muss man dazu sagen, der Kontext, an dem sie das wesentlich festmacht, sind die nordeuropäischen Länder. Und sie beschreibt es dann eben so, dass sie sagt, wenn wir es tatsächlich damit zu tun haben, dass diese Geschlechterrevolution so kurz vor der Vollendung steht, dann haben wir es möglicherweise mit einer neuen Geschlechterbalance zu tun, die auf neuen, deutlich gleicheren oder gleichen Beziehungen zwischen Frauen und Männern basiert. Und auch darauf aufruht, dass es eigentlich ein geteiltes Commitment, also eine geteilte Bereitschaft füreinander, aber auch von Männern zum Einbezug eben in die Familien- und Sorgearbeit gibt. Wie gesagt, der Kontext dieser empirischen Forschung ist Schweden, und Schweden gilt ja auch vielerorts eigentlich als eines der Musterländer der Gleichstellungspolitik. Wenn man mit Schwedinnen darüber spricht oder mit Nordeuropäerinnen, sagen die, naja, Schweden ist gar nicht das tollste Land, also Norwegen ist vielleicht an bestimmten Stellen sogar noch besser, aber auf jeden Fall wissen wir einfach aus vielen international vergleichenden Untersuchungen, dass die nordeuropäischen Länder einfach hinsichtlich der Gleichstellung und Gleichstellungspolitik deutlich weiter sind als Länder wie Deutschland oder, denke ich, auch Österreich. Das hat viel damit zu tun, jetzt Beispiel Schweden, dass wir es mit einem Wohlfahrtsstaat zu tun haben, der eine sehr lange Tradition in sozialer Gleichheitspolitik hat. Und Gleichheitspolitik meint nicht nur Gleichheit zwischen Frauen und Männern, sondern meint insgesamt soziale Gleichheit. Und Schweden ist ja auch dafür bekannt, dass man es dort eben mit einer deutlich stärkeren Gleichstellung der Geschlechter zu tun hat, aber eben auch eingerahmt einfach in eine Gleichstellungspolitik, die eben nicht nur die Geschlechter umfasst. Insofern kann man sagen, weitreichende Erfolge. Und dann ist natürlich die Frage, kann man das Modell auf andere Wohlfahrtsstaaten übertragen? Kann man diese Ideen oder diese Ergebnisse, die da zeigen, Schweden ist eigentlich auf dem Weg dahin, diesen Einbezug von Männern in die Haus- und Familienarbeit, vor allen Dingen auch in die Familienarbeit, zu schaffen, kann man das auf andere Länder übertragen? Da ist Goldscheider durchaus etwas skeptisch und sagt, naja, das muss man sich im Einzelnen dann nochmal angucken, inwiefern tatsächlich so eine Übertragbarkeit auch möglich ist. Ich habe in Forschungen mich etwas intensiver beschäftigt mit der aktuellen Politik der Europäischen Union im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse und auch im Hinblick auf die Familienpolitik auf europäischer Ebene. Und man kann interessanterweise feststellen, dass die zentralen Ansätze, die von der europäischen Ebene im Moment kommen, sich sehr stark an nordeuropäische Ideen und Konzepte anlehnen. Also genau diese Idee von sozialer Gleichheitspolitik und auch eben einer, ich hätte fast gesagt, radikalen Gleichstellung der Geschlechter aufgreifen und sozusagen auf der EU-Ebene, auf der europäischen Ebene auch umzusetzen versuchen. Die Krux an der europäischen Politik ist immer, dass im europäischen Rahmen eine ganze Menge, zum Teil auch sehr gute Dinge verabredet werden, aber die Umsetzung auf die nationale Ebene, in den nationalen Wohlfahrtsstaaten, die hinkt an manchen Punkten. Und das, was da jetzt irgendwie, was ich jetzt gerade als so fortschrittlich auf der EU-Ebene beschreibe, ist aus Sicht der nordeuropäischen EU-Mitgliedsländer gar nicht so fortschrittlich, weil für die ist das eigentlich selbstverständlich. Für ein Land wie Deutschland oder auch für ein Land wie Österreich wäre das aber auf jeden Fall doch noch mal ein großer Schritt nach vorn im Hinblick eben auf eine Gleichheitspolitik. Herausforderungen
Im Hinblick auf diese Geschlechterrevolution zeigen sich wesentlich auf der Seite der Männer, das sollte schon deutlich geworden sein. Esping Anderson spricht an der Stelle davon, dass eigentlich es nötig ist, eine Feminisierung des männlichen Lebenslaufs zu betreiben. Also nicht nur die Maskulinisierung des weiblichen Lebenslaufs, sondern das Gegenstück auch, dass eben der männliche Lebenslauf dann eher auch noch mal etwas verweiblicht wird. Und man muss natürlich an der Stelle jetzt die Frage stellen, sind die Männer bereit dafür? Man muss aber auch die Frage stellen, sind Frauen bereit dafür? Weil das ja auch bedeutet, nochmal eine Veränderung im Geschlechterverhältnis als solche. Und die dritte Frage, die man an der Stelle sicherlich auch nochmal gründlicher sich anschauen muss, ist, wird diese eine vermeintliche Feminisierung des männlichen Lebenslaufs überhaupt durch wohlfahrtsstaatliche Rahmenbedingungen ermöglicht? Also lässt der Arbeitsmarkt das zu, lassen das aber auch sozialpolitische oder auch beispielsweise steuerrechtliche Aspekte zu? Eine zweite Herausforderung zeigt sich darin, dass wir es derzeit unter postfordistischen Bedingungen durchaus partiell mit mehr Gleichheit im Geschlechterverhältnis zu tun haben, nämlich vor allen Dingen in der sogenannten Mittelschicht, also in der Schicht, in der wir es überwiegend mit zwei Verdienerpaaren zu tun haben, die beide erwerbstätig sind, beide meistens relativ gut qualifiziert. In diesen Paarbeziehungen finden wir in der Tat inzwischen empirisch, auch in Ländern, also am Beispiel Deutschlands kann ich sagen, dazu kenne ich empirische Ergebnisse, ich könnte mir aber vorstellen, dass das für Österreich gar nicht so anders ist, finden wir durchaus eine relativ große Gleichheit in den Geschlechterbeziehungen. Wir können gleichzeitig aber sehr deutlich auch zeigen, dass diese Gleichheit oder diese Gleichstellung in der Mittelschicht keineswegs mit einer gesamten sozialen Gleichheit einhergeht, sondern dass wir es drumherum eigentlich eher mit einer Zunahme sozialer Ungleichheit zu tun haben und auch mit einer wachsenden Ungleichheit unter Frauen, weil diese Verwirklichung von weiblicher Erwerbstätigkeit in Verbindung mit Familie haben sehr häufig damit einhergeht, dass eben nicht die Männer sich gleichermaßen an der Haus- und Sorgearbeit beteiligen, sondern dass das nur mit Unterstützung anderer Frauen möglich ist, nämlich mit migrantischen Haushaltshilfen, Kinderbetreuung oder ähnlichem mehr. Und wenn man das jetzt ein bisschen internationaler sich anguckt, können wir feststellen, dass wir es inzwischen mit sogenannten Care Chains, also Fürsorgeketten zu tun haben, dass diese Haus- und Sorgearbeit in den Mittelschicht, für die Mittelschichtpaare und Mittelschichtfamilien überwiegend eben von Migrantinnen gemacht wird, die zum Teil dann ihre Kinder in ihren Herkunftsländern zurücklassen und dann in die höher entwickelten Länder kommen, um hier denn eben diese Haushalts- und Sorgearbeit zu machen, damit eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Schicht von Frauen und Männern eben tatsächlich mehr Gleichheit in den Geschlechterbeziehungen verwirklichen kann. Und das heißt im Grunde gleichzeitig auch, wenn man das global betrachtet, eigentlich eine Steigerung an sozialer Ungleichheit, weil dadurch einfach die Ungleichheit zwischen Frauen gefördert wird. Das kann also nicht das kann eigentlich nicht unbedingt die Perspektive sein, auf die hinzuarbeiten ist. Soweit die internationale Diskussion. Im deutschsprachigen Kontext haben wir interessanterweise eher keine Untersuchungen oder kein Konzept, was von einer Geschlechterrevolution spricht, sondern im deutschsprachigen Raum ist viel stärker die Rede von der Krise der Reproduktion oder der Krise der Reproduktionsarbeit. Ich habe in Vorbereitung für diesen Vortrag lange darüber nachgedacht, warum jetzt im deutschsprachigen Kontext offensichtlich eher von Krisenerscheinungen gesprochen wird, während diese Idee einer unvollendeten Revolution für mich durchaus eher so ein bisschen einen positiveren Touch hat, eine positivere Konnotation, während Krise immer so irgendwie danach klingt, dass wir es einfach mit einer sehr negativen Entwicklung zu tun haben. Und in der Tat sind diese Arbeiten von Wissenschaftlerinnen überwiegend, an die ich dabei denke, auch durchaus mit relativ
relativ krisenhaften Szenarien verbunden. Im Fokus dieser Arbeiten stehen die Wandlungsprozesse der geschlechtlichen Arbeitsteilung, genau wie in den Arbeiten zur Geschlechterrevolution. Nur vereinzelt auch wird darin ein Bezug genommen auf Wandlungsprozesse in den privaten Lebensformen und auf die Bedeutung von Sexualität und Fortpflanzung. Das heißt, die Krise der Reproduktionsarbeit wird wesentlich betrachtet aus einer Arbeitsmarktperspektive und aus einer Perspektive, in der es um die Erwerbsarbeit geht, und sehr wenig eigentlich erstmal gefragt, was heißt das denn dann auch fürs Private? Wie kann man das dann gegebenenfalls auch zusammenbringen? Wir finden in diesen Szenarien oder wir finden in diesen Arbeiten den Verweis auf zwei mögliche Lösungsversuche dieser Krise. Der eine heißt dann Aktualisierung bzw. Ausleben der Krise. Das heißt einfach irgendwie zu versuchen, die beiden Bereiche Erwerbsarbeit und Familienhausarbeit miteinander zu verbinden. Was aber in diesem Kontext wesentlich noch diskutiert wird, allein als eine Aufgabe der Frauen. Oder aber versuche, diese Krisensituation in Paarbeziehungen zu vermeiden. Und eine große Vermeidungsstrategie ist die Strategie, keine Kinder zu bekommen. Das heißt, irgendwie zwar doppelt erwerbstätig zu sein, also beide Partner erwerbstätig zu sein, aber die Frage der Familiengründung immer wieder aufzuschieben und letztlich dann möglicherweise auch darauf zu verzichten, um eben diese Problematik, zwei widersprüchliche Lebensbereiche miteinander vereinbaren zu müssen, unter Bedingungen von doch eher asymmetrischen Geschlechterverhältnissen überhaupt nicht eingehen zu müssen. Man könnte jetzt auch argumentieren oder man könnte zeigen aus diesen Arbeiten, dass die Argumente sehr deutlich sind. Trotz einer steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen und Müttern bleibt die Geschlechterungleichheit bestehen, partiell auf dem Arbeitsmarkt. Wir wissen, dass Frauen verdienen durchschnittlich immer noch 20% weniger als Männer, vor allem aber im Hinblick auf die Erwerbsarbeit. Und auch die Frauen- und Gleichstellungspolitik hat daran bisher eigentlich nicht wirklich etwas ändern können. Zugleich kann man aber auch argumentieren, dass wir es eben mit nachhaltigen Bewusstseinsveränderungen auf Seiten der Frauen zu tun haben, im Hinblick auf mehr Selbstbestimmung über das eigene Leben, den eigenen Körper und damit auch über die Sexualität und die Generativität. Das erinnert mich so ein bisschen an Ihren Vortrag oder an die Veranstaltung im Februar. Das knüpft eigentlich genau an diese Frage von Selbstbestimmung an. Und wir können sehen, dass im konservativen Wohlfahrtsregime auf Seiten der Männer vermeintlich kaum Veränderungen nachweisbar sind. Ulrich Beck hat das mal vor inzwischen knapp 20 Jahren als rhetorische Aufgeschlossenheit und Verhaltensstarre im konkreten Handeln, in der konkreten Praxis beschrieben. Also gesagt, verbal ist da eine große Offenheit gegenüber der Gleichheit und Gleichstellung von Frauen. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, nämlich das im konkreten eigenen Arbeitsbereich oder in einer eigenen Partnerschaft umsetzen zu müssen, dann hakt es. Und Angelika Wetterer, die bis vor kurzem an der Universität Graz Geschlechtersoziologie gelehrt hat, beschreibt das als rhetorische Modernisierung, dass sie sagt, das Reden über Geschlechterbeziehungen beinhaltet im Grunde das Reden davon, dass wir es eigentlich inzwischen mit Gleichheitsbeziehungen zu tun haben. Wenn man sich aber genauer anschaut, was in den Paarbeziehungen tatsächlich passiert oder in den Familien passiert, hat sich eigentlich seit 20 oder 30 oder 40 Jahren kaum etwas geändert. Empirische Studien liefern zu diesen Fragen, die ich eben eher theoretisch-konzeptionell umrissen habe, ein durchaus widersprüchliches Bild. Also da entsteht kein einheitliches Bild, wo wir da gerade in den Geschlechterverhältnissen im konservativen Wohlfahrtsstaat stehen. Eine Studie, die mir sehr wichtig scheint für den Kontext, ist die Studie von Annelie Rühling, die sich beschäftigt hat mit partnerschaftlichen Aushandlungsprozessen im Hinblick auf Fragen von Erwerbsarbeit und Vereinbarkeit mit Familienarbeit. Und sie zeigt mit Blick auf Paarbeziehungen,
dass in partnerschaftlichen Aushandlungsprozessen rund um die egalitäre Arbeitsteilung im Privaten einige Traditionalisierungsfallen lauern, so nennt sie das. Also Fallen, in die die Paare, selbst wenn sie besten Wissens und besten Wollens sind, eine egalitäre Paarbeziehung mit Kind oder Kindern verwirklichen zu können, mit geteilter Haus- und Sorgearbeit und eben auch geteilter Erwerbsarbeit, dass sich da verschiedene Fallen auftun. Eine dieser Fallen, die sie empirisch nachzeichnet, ist, dass der berufliche Wiedereinstieg der Mütter zum Armutsrisiko gerät. Eine zweite Falle ist, dass die Koordination der beruflichen Entwicklung beider Elternteile eine Überforderung darstellt, dass es also einfach nicht möglich ist, Kinder zu haben und gleichzeitig beide Teile der Partnerschaft, Frauen und Männer, gleichzeitig beruflich auch in ihren Karrieren sich weiterentwickeln zu lassen. Und eine dritte Falle sieht sie eher auf der kulturellen Deutungsebene, nämlich, dass wir es immer noch mit geschlechtsspezifischen Deutungen bei Kinderbetreuung und Hausarbeit zu tun haben, bis hin, dass gerade rund um das erste Kind dann häufig auch vermeintlich biologische oder biologistische Argumente ins Feld geführt werden, so nach dem Motto, also stillen können halt nur Frauen und deshalb müssen Frauen dann eben auch entsprechend die Erwerbsarbeit unterbrechen. Eine etwas neuere Studie, aber zwischen den beiden Studien liegen jetzt nicht zig Jahre, dass man sagen kann, da hat sich ganz viel verändert, kommt zu etwas anderen Ergebnissen. Tomke König, Professorin an der Universität Bielefeld, hat sich in der Schweiz Elternpaare angeschaut und eben auch danach gefragt, wie halten die es denn mit der familialen Arbeitsteilung? Und sie kann zeigen an Fallbeispielen, dass in diesen Paaren durchaus die Suche nach egalitären Geschlechterarrangements vorangetrieben wird, in Verbindung auch mit einer egalitäreren familialen Arbeitsteilung, und dass diese Paare, die sie sich angeschaut hat, das auch sehr wohl erfolgreich bewältigen können. Also in gewisser Weise stehen die Ergebnisse dieser beiden Studien fast schon miteinander im Widerspruch. Rühling, die zeigt, die Paare wollen das, die scheitern aber eben an bestimmten, oder die tappen in bestimmte Traditionalisierungsfallen, und König, die dann da sagt, das ist aber möglich, und Deutschland und die Schweiz sind jetzt nicht so unterschiedlich, dass man sagen kann, in der Schweiz ist das alles deutlich leichter, sondern es hat offensichtlich auch nochmal sehr viel mit dem Kontext zu tun und möglicherweise auch damit, dass König eben hochqualifizierte Paare befragt hat, während Annelie Rühling eben sich auch nicht nur um die Hochqualifizierten gekümmert hat, weil das ja immer auch die Frage ist, nochmal in welchen Berufsgruppen, in welcher sozialen Schicht untersuche ich dann tatsächlich diese Fragestellung. Es gibt aber noch mehr Ergebnisse, die das ganze Bild eher noch vielgestaltiger machen und keineswegs eindeutiger. Wir können zum Beispiel auch feststellen, am Beispiel Deutschlands, dass insbesondere bildungsferne Frauen sehr früh Familien gründen. Also hier auch noch einem eher, ich hätte fast gesagt, traditionellen Geschlechtermodell folgen auf jeden Fall. Aber wenn es dann auch um die Geburtenentwicklung geht, durchaus auch zu der Frauengruppe gehören, die dann eher recht früh und dann auch mehr Kinder bekommen. Wir können gleichzeitig sehen, und das ist relativ konstant, dass wir es mit einer hohen Kinderlosigkeit bei bildungsfernen Männern und bei Akademikern und Akademikerinnen zu tun haben. Wie gesagt, Beispiel Deutschland. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Gruppen, zum einen die bildungsfernen Männer und dann eben die Akademiker und Akademikerinnen. Bei den bildungsfernen Männern wird das wesentlich damit erklärt, dass sie Probleme auf dem Partnerschaftsmarkt haben. Die finden nämlich keine Partnerinnen, die mit ihnen eine Familie gründen wollen, weil wir es inzwischen einfach mit mehr und deutlich besser qualifizierten Frauen zu tun haben. Und die Frauen wollen keine Partner haben, die einfach ein schlechteres Bildungsniveau haben als sie selber, sodass im Moment diese bildungsfernen Männer einfach ein Problem haben, Frauen zu finden. Die würden gerne Familie gründen, die finden aber schlichtweg keine Partnerinnen. Und bei den Akademikern und Akademikerinnen haben wir es mit der
als Dual-Career-Problematik beschriebenen Situationen zu tun, also mit Doppelkarrieren. Beide wollen beruflich erfolgreich sein, beide wollen beruflich Karriere machen. Unter Bedingungen eines flexibilisierten Arbeitsmarktes ist das inzwischen sehr wohl möglich, dass diese Dual-Career-Couples zunehmen, weil wir es eben mit einer sehr gut qualifizierten Frauengeneration zu tun haben und auch davon ausgehen können, dass das so bleiben wird, dass die Frauen sehr gute Bildungsabschlüsse haben und dementsprechend auch erwerbstätig sein wollen. Der Preis für diese Doppelkarrieren heißt aber häufig eben nicht am gleichen Ort leben und arbeiten, sondern dann Beziehungen, die vielleicht nur am Wochenende an einem Ort stattfinden und ansonsten eben ortsverteilt sind. Und unter solchen Konstellationen ist die Frage von Familiengründung eigentlich nur dann möglich, und das zeigen sehr viele Studien, wenn ein Teil der Paarbeziehung zurücksteckt. Und da kann man vermuten, da könnten wir, wenn wir darüber jetzt ein bisschen mutmaßen würden, würden wir wahrscheinlich schnell dahin kommen, dass es meistens eher die Frauen sind, die an der Stelle zurückstecken müssen. Und das heißt, dass diese Paare dann im Zweifelsfall darauf verzichten, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen, weil anders eben diese Aspirationen, Karriere machen zu wollen, nicht für beide Geschlechter gleichermaßen umgesetzt werden können. Wir finden empirisch auch zahlreiche Ergebnisse, dass wir es inzwischen mit einer Vervielfältigung von Präferenzen in den Lebensentwürfen von Frauen zu tun haben. Soll heißen, Lebensentwürfe, die stark auf Erwerbskarrieren ausgerichtet sind, Lebensentwürfe, in denen gesagt wird, ich möchte Beruf und Familie vereinbaren, aber durchaus nach wie vor auch noch das Präferenzmuster zu sagen, ich möchte Familie haben und auch Familienarbeit als Haupttätigkeit für eine bestimmte Lebensphase machen. Interessanterweise finden wir diese Differenzierung in den Lebensentwürfen empirisch nicht gleichermaßen auch bei den Männern wieder. Bei den Männern dominiert immer noch eher als Orientierungsmuster, als Leitbild im Grunde das Ernährermodell. Und zwar unabhängig davon, um welche Bildungsgruppe es sich handelt. Das ist einfach offensichtlich so stark in den Köpfen verankert, dass wir da wenig unterschiedliche oder wenig Vielfalt in den Lebensentwürfen haben. Männer, junge Männer gehen durchaus nach wie vor davon aus, dass sie auf jeden Fall erwerbstätig sind, erwerbstätig sein müssen und dass ihnen im Zweifelsfall auch die Hauptaufgabe, man könnte auch sagen die Hauptlast, beim Verdienen des Familieneinkommens zukommt. Und das wird natürlich auch gestützt durch eine Entgeltungleichheit auf dem Arbeitsmarkt, die abzubauen nach wie vor einfach sehr schwer ist. Also es ist völlig klar, wenn Frauen deutlich weniger verdienen, dass da auch wenig Spielräume sind, dass dieses Ernährermodell tatsächlich einfach auch dann mal ins Wanken kommt. Wir wissen auch aus empirischen Forschungen, dass die Kinderwünsche deutlich höher sind als die realisierte Kinderzahl in Familien und dass es offensichtlich einfach sehr viel mit ökonomischen und wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen zu tun hat, dass die jungen Menschen beiderlei Geschlechts ihre Kinderwünsche nicht so realisieren, wie sie sich dann eben darstellen. Und in der Politik haben wir es interessanterweise, zumindest in Deutschland, sehr deutlich mit einer Erosion des Ernährermodells im Leitbild zu tun, weniger aber in der sozialen Praxis. Das habe ich ja eben schon gesagt. Also wenn man sich aktuelle Politikkonzepte anschaut, in der Familienpolitik, in der Gleichstellungspolitik, wird nicht mehr auf das Ernährermodell abgehoben, sondern sehr viel deutlicher, eigentlich findet sich darin eine Orientierung an dem Leitbild, was auch auf der europäischen Ebene propagiert wird, nämlich das Leitbild des sogenannten Adult Workers oder des Dual Earner Modells, also des erwachsenen Arbeitnehmers oder der erwachsenen Arbeitnehmerin oder eben der Zweiverdiener-Paarbeziehung bzw. Zweiverdiener-Familie.
Das ist also genau dieses Modell, und damit komme ich dann nochmal auf den Anfang zurück, mit Blick auf den aktivierenden Sozialstaat. Ein Modell, in dem propagiert wird, einerseits eine Aktivierung zur Erwerbsarbeit, aber auch eine Aktivierung im Hinblick auf Familiengründung. Also Frauen sollen auch in den Arbeitsmarkt integriert werden, nach Vorstellung der Europäischen Union, möglichst genauso wie Männer. Und gleichzeitig soll aber auch gefördert werden die Familiengründung, und zwar nicht nur in bestimmten Bevölkerungsschichten, sondern dann auch in allen Bevölkerungsschichten. Wir können empirisch zeigen, dass die gesellschaftliche Integration qua Erwerbsarbeit am ehesten den besser und hochqualifizierten gelingt. Das habe ich auch schon gesagt, dass das Ernährermodell nach wie vor eine hohe Wirksamkeit für die geschlechtliche Identitätsbildung hat. Und dass eben die Maskulinisierung des weiblichen Lebenslaufs nur partiell mit einer Feminisierung des männlichen Lebenslaufs einhergeht. Wir haben es also, so könnte man die Frage auch aus dem Titel meines Vortrags beantworten, in gewisser Weise mit einer Re- und Enttraditionalisierung von geschlechtlichen Identitätsmustern gleichzeitig zu tun. Retraditionalisierung im Hinblick darauf, dass wir durchaus in bestimmten Bevölkerungsgruppen nach wie vor eine Orientierung an relativ traditionellen Geschlechtermodellen und an einer relativ traditionellen Arbeitsteilung, gerade auch im Hinblick auf die Arbeit im Privaten, finden. Enttraditionalisierung im Hinblick auf insbesondere Paarbeziehungen in der Mittelschicht, in der versucht wird, im Hinblick auf Erwerbskarrieren Egalität zu erreichen und zu praktizieren, notfalls auch um den Preis des Verzichts auf Familiengründung. Und das meine ich dann auch damit, dass ich sage, es ist im Grunde eine sozial zu differenzierende Debatte. Wir können nicht davon sprechen, dass für alle gleichermaßen ein bestimmtes Modell gilt, sondern wir müssen da auch nochmal einfach sehr stark soziale Differenzierung im Hinblick auf bestimmte Schichten, Bildungsschichten oder auch Lebensstilmilieus in Betracht ziehen. Gut, ich werde dann am Ende meines Beitrags und auch am Ende der Zeit, denke ich mal, ich danke Ihnen.